So. Da sind wir wieder. Wenn du sie permanent ausschalten möchtest. Ah, genau. Auf zum Hauptcomputer. Da, da, da. Da, da. Da waren noch mehr, ich weiß es genau. Gehen wir mal gucken. Ob wir hier irgendwie lang kommen, ohne entdeckt zu werden. So, das ist die Dame, die uns entdeckt hat vorhin. War das ein? Oh, nein, 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 nein. Boah. Das war Glück. Wir wurden fast entdeckt. Ich habe keine Lust mehr rumzustehen. Ich will was erschießen. Nur einmal in deinem Leben den Mund halten. Wieso bin ich nicht zu Hause geblieben? Das Widerreden nicht irgendwann langweilig? Ja. Klappt das etwa? Oh. Das war ja schon mal was. Okay, wo noch? Da und da hinten. Okay. Unten. Okay, okay. Da waren wir hier vorhin doch richtig. Das hat er mir nur nicht angezeigt, ne? Habt ihr das gesehen? Muss ich mal kurz gucken, wie weit die Strecke ist, wo der da läuft. Da müssen wir hin. Guck mal, dann kommen wir doch hier vorbei. Oh ne. Dann sieht der da hinten uns. Oh oh, der dreht um und sieht mich jetzt. Erledigt. Ja, dann. Schade. Schade. Ruckelt nicht im Stream, ne? Okay. Weil irgendwie. Naja, eben hat OBS noch geruckelt, jetzt nicht mehr. Okay. Triff Lurei beim Aussichtspunkt und beobachte die RDA mit ihr. Okay. Da bist du. Komm doch näher. Die Himmelsmenschen bewegen diese üblen, wie heißt das noch gleich? Metall? Metallkisten aus der Höhle. Sie Metal. Sind nervös. Könnte nützlich oder wertvoll für sie sein. Nachsehen lohnt sich. Sie glauben wohl, die Giftpilze verbergen ihre Geheimnisse vor uns. Diese Naivität ist schon fast goldig. Sie sehen die Welt mit kindlicher Unverdorbenheit. Hier, eine einfache Mischung aus Brandfrucht und Nektar schützt dich vor dem Gift der Pilze. Was auch immer sie da transportieren, gehört mit Sicherheit nicht ihnen. Was für Gift? Bist du nicht neugierig und willst selbst nachsehen? Neugierig schon. Aber ich will ihren seltsamen Metallen nicht zu nahe kommen. Ich weiß, dass es dir nichts ausmacht. Klar, ich bin doch Profi. Profi-Mettler. Finde heraus, was die RDA über Frachttransferanlage Bravo versteckt. Durchsuche die Höhle bei den schimmernden Fellen. Verwende. What? Verwende erholsamen Brei, um dich vor Gift zu schützen. Ah ja,
natürlich. Und dann essen wir das. Ich hätte direkt essen können, oder? Keine Ahnung. So. Okay. Gehen wir mal in die Höhle. Sofern wir nicht erwischt werden. Ich kann kaum erwarten, ein paar Blaue in die Finger zu bekommen. Muss eigentlich auch mal still. Oder soll ich die platt machen? Warte mal. Bin da raus? Versteckt. Ja, ich glaube, das kann ich tun. Der größer ist als ein Baum. Ach, hör einfach auf zu labern. Genau. Dös Paddel. Die Tiere hier sind gruselig. Halt den Mund und sieh dich um. Wieso bin ich nicht zu Hause geblieben? Warum muss ich mich mit dir rumschlagen? Au. Bestätigt. Boom. Gefällt dir das? Zack. Gucken wir mal. Munition haben wir ja mehr als genug. Was hast du? Auch noch Munition? Ist alles nur Munition? Aha. Okay. Sieht so aus, als reicht mir das. Mit Pfeil und Bogen. So, Höhle. Wo ist denn hier der Eingang der Höhle? Was war da? Oh nein. Oh, das stürzt gleich wieder ab. Da sind Artefakte. Da ist eine Höhle. Gift. Ach so, ja. Deswegen haben wir das Zeug gegessen. Dunkel. Ja, was haben wir hier? Abgenutzt. Alt. Instrumente. Webstücke. Kleinkram. Na, alles fit? Lurey hatte recht. Das gehört ihnen nicht. Es wird gleich abstürzen, kann ich dir schon mal sagen. Da waren gerade Grafikfehler. Vernichte die Tracht von Svenda. Bravo, ja, hab ich doch schon. Was? Jetzt kommen da auch noch. Muss sie aufhalten. Alles klar, soweit, sehr gut. Der ist ungeschützt. Alter. Wow, Digga. Verstanden. Feuer weiter auf es. Bleib doch stehen. Warte mal. Da ist noch einer versteckt. Muss nachladen. Bestätigt. Komm. Boom. In your face. Da bist du ja. Oh.
Ich habe keine Pfeile mehr. So. Gleich hier drüben! Boom. Jo, das war's. So, gehe von der schimmernden Fellen aus nach Südosten, bergauf von der Frachttransferlage. Südosten. Hier. Da oben hin. Jo, geh mal. Komm, was war drin? Du musst es mir zeigen. Instrumente, Webstücke, na, wie Artefakte, verschiedener Clans. Sie wollten sie wahrscheinlich verkaufen. Es reicht nicht, unser Land auszubeuten. Sie wollen auch unsere Kultur. Dieses Instrument. Meine Sessua-Freunde haben mir das Spielen beigebracht. Wir übten auf der Wiese des Lichts. Kindliche Fehler, sorgloses Lachen für Ewa. In den Händen derer, die uns hassen, bekommen diese Dinge eine ganz andere Bedeutung, nicht? Danke. Nicht. Ich bin froh, dass die Himmelsmenschen sie nicht mehr besitzen. Vielleicht hat Eduas waghalsiger Kampf doch einen Zweck. Bestimmt. Sonderlieferung. Hol dir Louis Bezahlung von der Absturzstelle des Skorpions. Und wie findest du das Spiel über Nacht? Ey, das ist der Hammer, ne? Das sieht ja so geil aus. Muss aber auch sagen, es ist mir jetzt schon zweimal abgestürzt. Also heute einmal und am Montag einmal. Keine Ahnung warum. Es ist ja nichts ausgelastet oder so, aber... Aber wow. Beste Game ever. Definitiv, das ist sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. So, triff Etuva am Aussichtspunkt im Süden der aufragenden Türme. Etuva erwartet mich in der Nähe des Außenpostens. Bereit zum Angriff. Das war wirklich geil. Auch geil, Final 15. Final Fantasy 15, Schwert und so. Mega cooles DLC. Nicht mehr lang. Das ist ihr letzter Flug. Die Ulti heute Rüstung. Werden wir es beenden. Ihre das hab ich auch. Da hab ich wird den Himmel verdunkeln. Ich werde sie voll ablenken. Da habe ich über 300 Stunden, 320 Stunden oder so in Origin. Nicht in Odyssey. Da muss ich noch einiges machen bei Odyssey. Schalte die Bohrtürme ab, schließe die Wasserpipeline des Haus- und Höhlenbeckens, schalte die Innengeneratoren ab. Ich kann mich reinschleichen. Edua lenkt die Skorpions ab. Mit deinem Fit bleibst du unentdeckt. 340. Ich sehe nach, ob die Pläne in der Datenbank des Widerstands sind. Vielleicht kann ich so helfen. Irgendwann habe ich einen Fehler gemacht und da ich nicht mehr so Bock hat, mich jetzt nur noch auf die ganzen Stories, also Quests zu fokussieren, habe ich angefangen abzugrasen. Ne? Die ganzen Schätze und so weiter. Und dadurch habe ich dann irgendwann die Lust verloren. Ne? Diese Vulkaninsel, wo man dann die Höhle runter muss. Also ich war zigmal drin, habe meiner Meinung nach alles gemacht, was man machen muss. Aber entweder ist das Ding buggy oder ich bin zu doof, die Mission abzuschließen. Oh. Ein Blitz. So, wir haben es bisher noch nicht einmal geschafft, uns in sowas reinzuschleichen. Und das dann dementsprechend gut wegzumachen. Auch wenn es gerade eben sehr knapp war. Ja, warum zeigt ihr mir Sit an? Kann ich da rein oder was?
Warum Sid? Da gibt eine geheime Rüstung, die kannst du freispielen. Du bist fast unsterblich durch die Rüstung. Ich meine, ich hab die auch. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab irgend so eine Ultra-Rüstung habe ich. Aber wie gesagt, das habe ich. Also schon. Ich weiß es nicht. Lange nicht mehr angefasst. Das ist alles? Und ich kann mir sowas nicht merken. Okay. Siehst du nicht? Nee. Nee, der hat Licht. Also falls gibt Basis machst. Hm? Da gibt 20 Stück von alle kannst du zerstören. Okay, das muss ich. Da brauche ich einen Untertitel. Also falls gibt Basis machst, da gibt 20 Stück von alle kannst du zerstören. Hat. Oh, war knapp. Oh, der geht sogar hoch. Oder ne? Wow, wow. Die letzte, den Eingang, musste ewig suchen. Achso, die Level 20. Die habe ich gerade schon entdeckt. Aber habe mir gedacht, nee. Oh, scheiße. Aber da hat mir das Spiel schon gesagt, erst vorbereiten. Dahin und da hinten noch. Da oben. Und da oben. Damn, boy. Ah ja. Ist die, wo du gemeint hast, ne? Also ein Riesenteil. Okay. Ich glaube, ich jump hier einfach mal hoch. Oh nein. Oh, ich wurde entdeckt. Scheiße. Okay. Dann los. Wir haben keine andere Wahl. Oh, fuck. Fuck, Alter. Dahin. Komm. Lauf, Forest. Aha. Ich gebe dir Tipp wegen dem Level 20 Basis auf dem Dach. Oh, war das noch nicht alles? Scheiße. Okay, wir gehen mal. Oh shit, Alter. Oh, da, schnell. Lauf. Das schaffen wir. So. Ich gebe dir Tipp wegen dem Level 20. Was ist jetzt noch, Alter? Doch. Okay, ist lahmgelegt.
Das Signal ist immer noch stark. Blaues Ziel gehört mir. Ist vermutlich hoch oben. Au, au, au. Wohoho. Was? Hä? Da oben, Alter. Seid ihr des Wahnsinns? Alles klar. Komm ich denn da hoch? Ich weiß, dass du da draußen bist. Da drin? Oh, sieht so aus. Oh, ah, Depp. So. So. War das jetzt hier oder da? Da. So, weg mit dir. Nein, ganz vergessen. So. Hä? Was ist mit dir, Digga? Du bist doch schon tot. Du bist nur zu faul, um zu fallen. Boah. Ihr Pisser. Ich hab nichts zum Heilen. Ich glaub's ja nicht. Alter. Weichei. Oh, Munition leer. Okay. So, wie zum Geier komme ich da hoch, Mann? Von der anderen Seite und dann drüber springen. Ist da eine Tür? Oder hinten ist offen, oder? Oder sehe ich das falsch? Nee. Okay, okay. Mein Ikranje holen. Ja, Mann. Aber nicht, dass er jetzt abgeschossen wird. Muss ich hin, ganz hoch. Okay. So. Tudum. So. Okay, einmal hier. Na, komm. Und zack. Einmal hier. Zack. Hä? Oh, auch nicht die richtige Reihenfolge. Oder?
Wo bin ich? Da bin ich. Hä? Ach so, hier geht's weiter. Wow, wow, wow. Naja. Zack. Puh. Ja. Läuft. Läuft. Etoa, nein! Nein! Sie wurde vom Außenposten Hydroelektraktor von einem RDA-Scorpion angegriffen. Wurde sie? Ja. Wo denn? Ach so, nimm die Fährte auf, jo. Die natürlich. Toll, hinterher. Ja, ja! Gucken wir mal. Wer? Sniper. Ja, ja. Okay, weiter geht's. Ich kämpfe mich hier durch mit meinem Hedua! Tier. Ruhig. Ruhig. Hedua! Hedua! Wach auf, öffne die Augen. Komm schon. Da. Es hat geklappt. Siehst du? Die Blüten öffnen sich, die Ginglor können wieder trinken. Bitte, oh. Ich... Was kann ich denn tun? Ganz schön neblig. Brauche mehr Dapofeed-Kapseln. Oh. Oh, was ist denn hier los? Ich sehe ein Untergrundgerät. Vielleicht ein Bohrer. Untergrund! Kunst VSM. Du machst doch Witze. Nein, die fördern Mineralien. Geschlossenes System. Cool. Ja, das können wir dann so erledigen. Theoretisch. Und der nächste. Ah.
ihn noch. Wenn du die Wasserpumpe und den Sortierer beschädigst, sieht es aber nicht mehr so cool aus. Und die VSM kommt hoch. So. Gehen wir mal gucken, was wir hier machen müssen, was wir hier aktivieren müssen. Da haben wir was. Miese Werbung. Ja. Muss ein Abo kaufen. Ist doch September. 25% günstiger. Schlag zu. Noch. Acht Werbungen? Also 3 Minuten müsste gewesen sein. 3 Minuten habe ich eingestellt. Einmal pro Stunde. 3 Minuten. Nur dann kriegst du 55% der Werbeeinnahmen. Ansonsten sind es 30 oder so oder 25. Also das liegt an mir. Guck mal, da könnte ich nochmal eben Munition holen. Beziehungsweise, da ist auch ein Munitionsschrank. Na, gehüpft. Okay, muss da rein. Achso, zerschieße die Hydraulikflüssigkeit. Geht doch. So. Du kanntest viele Geschichten. Erinnerst du dich an die über die Ikran-Kolonie? Wo sollen wir hin? Versammlungsraum, der war da oben, ne? Was hatte Sarentu als nächstes vor? War das hier? Es ist unehrenhaft, diesem Kampf zu entfliehen. Da. Wie beunruhigend. Weg. Aber es wurde niemand. Moin. Etua ist verletzt. Versammle die Jäger. Wir fliegen sofort los. Etua! Du hast Schuld. Es war dein Plan. Vater, stopp! Stopp! Seht! Sie trinken wieder selbst. Was ist geschehen? Es waren die Himmelsmenschen mit ihren Flugmaschinen. Ihr seltsames Signal hat die Blüten verschlossen und die Ginglore aus ihren Nestern vertrieben. Nur der Sarentu hat mir geglaubt. Er hat es gefunden und zerstört. Allein. Ich wollte es euch sagen, damit ihr mit mir kommt. Doch der Sarentu hat unsere Heimat gerettet. Ich war mal so frei. Etua hat recht. Es herrscht Krieg. Und Ava schreit vor Schmerzen. Doch wir werden ihr Flehen nicht länger ignorieren. Etua und ich kämpfen an deiner Seite und führen unseren Clan
zusammen. Sie werden uns kein Leid mehr zufügen. Wir werden das Land und den Himmel von ihnen befreien. Für unsere Kinder. Und deren Kinder. Ziel gestartet. Pandora wird frei sein! Hey!